vor 11 Monaten zog Balvefilm.de einen Vergleich der schmutzigsten Bahnhöfe in Sanssouci, Balve und Garbeck. Wie sieht es heute aus? Können sich Besucher über saubere Bahnhöfe in der Stadt Balve freuen? Im vergangenen Jahr war der Bahnhof in Sanssouci der Spitzenreiter auf der positiven Seite. Nur wenig Müll lag herum. Heute ein anderes Bild. Hier sieht es nicht danach aus, dass in letzter Zeit überhaupt jemand hier war, um den Müll zu beseitigen. Traurig. Eine glatte 5. In Garbeck war im vergangenen Jahr das Bahnhofsgelände nicht gerade sehr sauber. In diesem Jahr sieht es jedoch besser aus. Hier liegt nicht mehr so viel Unrat herum, weder auf den Gleisen noch auf dem Gelände. Sauber ist es zwar immer noch nicht, doch es ist erträglich. Eine 4 kann man hier schon geben. Balve. Horror vor einem Jahr und damals eine glatte 6. Viel wurde inzwischen geschrieben und die Bahn AG versprach Besserung. Wie sieht es nach einem Jahr aus? Katastrophal. Das verschlägt einem glatt die Sprache. Wenn ihr Besucher kommen nach Balve, sind begeistert. Der Kommentar der Bahnfahrerin sagt alles. Das Bahnhofsgelände verkommt im Dreck. Von einer Säuberung keine Spur. Da müssen wohl weiterhin Briefe in Richtung Bahn AG geschrieben werden. Vielleicht sollte sich der Rat der Stadt Balve mal mit diesem Schandfleck mitten in Balve beschäftigen. Die Note 6 bleibt natürlich bestehen. Schade, dass es keine 7 gibt.